Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. So, ich habe jetzt das Spiel nochmal neu gestartet. Ich will einfach mal gucken, ob ihr das jetzt nicht auch mal zu sehen bekommt. Wir starten nochmal und jetzt gucken wir nochmal, ob der Radlader wieder so lustig fällt. Ich möchte euch das einfach mal zeigen. Nö, diesmal bleibt er wieder stehen. Ach, ich geb's einfach auf. Was soll's? In Ordnung. Wir haben sowieso noch ein bisschen was zu tun. Gucken mal schnell hier rein. Oh, es wird gerade erntereif. Toll, 23.53 Uhr ist ja ein ganz großes Kino, denn ja, bleiben wir doch wieder im Dunkeln. Ich dachte, wir könnten so ein bisschen endlich mal in Richtung des Lichtes gehen, aber das sollte wohl nicht so sein. Ah, fast vergessen. Unsere Tierchen. Ja, die dürfen wir nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Die bringen uns ganz wichtige Rohstoffe wie Milch, Gülle, Geld. Ja, alles drei ganz wichtige Rohstoffe. Mhm. So, wir sind jetzt bei 449.000. Da hatte ich aber eben noch was mit dem Geldbestand getan. Jetzt will ich mal gerade was gucken. Tatsächlich, Milch ist geholt worden. Okay, um Mitternacht. Okay, das ist die Midnight Milk. Eine ganz besondere Schönheitspflege. Keine Ahnung, warum die Mitternacht abholen. Aber okay, Hauptsache bringt Kohle. Hab ich nichts dagegen. Was ich wunderbar finde, ist, dass wir jetzt im Prinzip schon bei 457.000 sind. Das heißt, wir haben es bald geschafft. Es fehlen nur noch knapp 20.000, nee, gute 20.000. Und von dem Punkt her sind wir, glaube ich, gleich so weit, dass wir hier loslegen können. Es fehlt nicht mehr allzu viel. Ich denke mal, wenn wir jetzt mit dem Raps anfangen, dann sollte das auch hinhauen. Apropos Raps, wir gucken nochmal. Jo, die Wachstumsstufe ist komplett durch. Das heißt, wir werden hier dementsprechend jetzt als erstes mal die Zeit zurückdrehen. Hier mal Licht anmachen, weil die Helfer machen das ja nicht so gern, ne? Ne? Die verpennen das ja ganz gern. So, und dementsprechend werden wir mal schauen, dass wir hier mit der Ernte schon mal loslegen. Möchte nämlich langsam auch wieder ins Helle kommen. Wie gesagt, ist für euch angenehmer. Ich fahre eigentlich auch lieber gern im Hellen. Das macht dann auch ein bisschen mehr Spaß. Und ja, ist, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen schöner anzusehen. So, jetzt fehlen nur noch 14.000 Euronen. Das ist ja schon mal richtig schick. Denn ja, dann sind wir ja bald so weit durch, dass wir alles zusammen haben, was wir brauchen. Wird auch langsam Zeit, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr, bis das Ganze erntereif ist. So, das Silo ist leer. 465.000, naja, allzu viel wird das ja nicht mehr. Also es wird auf keinen Fall reichen. Das heißt, wir werden dann gleich mal beginnen mit unserem Raps. Ja, Duett im Prinzip. Also sprich Ernte und Verkauf parallel. So, das hier hat schon mal super geklappt. Ich will jetzt mal gerade gucken, wie viel Dünger wir da zusammenkriegen. Durch den Zeitvorlauf ging das ja relativ zügig im Abarbeiten. Ja, 19.000. Also ihr habt da schon recht, das ist nicht allzu viel. Wir sollten da vielleicht doch gucken, dass wir dementsprechend dann doch mit der normalen Düngearbeit fortsetzen, also mit der normalen Kombi. So, 40% Raps hat er. Das heißt, er ist ja, denke ich mal, irgendwo auf dem Weg hier hoch erst. Ist ja ein riesiges Feld. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt unten schon durch oder noch nicht? Mal schnell gucken. Können wir mit dem Knaben hier schnell entdecken. Dumm-di-dum-dum. Ach, der ist noch auf derselben Spur. Gut, dann brauchen wir uns da noch gar keine Sorgen machen. So, und da wir ja zwei Trucks haben, gucken wir uns jetzt nochmal den Rapspreis an. 1170, 0 Uhr 15. Ja, ich würde sagen, das gefällt mir. Das werden wir mal so nutzen. Also werden wir jetzt hier mal ein wenig Raps verkaufen. Bei der Mühle müssen wir schauen. Und in der Statistik gucke ich nochmal. 480, wow, da können wir im Prinzip vier komplette Kipper wegfahren. Also das wird sich definitiv lohnen. Und ja, die Ernte läuft ja parallel weiter. Ist ja in dem Punkt erstmal gar kein Problem. Also da kriegen wir richtig viel rein. Wow, das wird absolut genial. Und das würden sie auch ganz easy das Geld für die Maschine bringen. Finde das persönlich auch sehr gut. So, wir gucken in der Zeit, während der da vorläuft, nochmal nach unserem Mähdrescher. Der ist nämlich jetzt bald so weit, dass wir ihn abtanken müssen. Ich will nämlich mal schauen, ob wir vielleicht hier sogar die Ernte relativ zügig durchkriegen. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir hier den während der Fahrt im Prinzip abtanken. Hätte ja natürlich den großen Vorteil, der könnte deutlich schneller das Feld durcharbeiten. So, und es kommt jetzt auch einiges rein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das können wir ja im Prinzip dann auch gleich verkaufen.
zumindest sobald der Wagen voll ist. Ich will jetzt nicht jedes Mal mit so einem, ja, 10%, 11% gefüllten Wagen da durch die Gegend fahren. Aber okay. Das wird also jetzt unsere Einnahme werden, mit der wir dann ganz gechillt und gediegen hier easy und locker uns die große Grimme-Maschine kaufen können. Ach, da freue ich mich schon richtig drauf. Da können wir hier mal sowas von ultra professionell arbeiten. So, und ja, zwei Spuren durch, 12.000 Liter, das klingt eigentlich ganz vielversprechend. Der braucht jetzt wieder eine Zeit lang, bis er voll ist. Lässt nur mal gerade was gucken, beziehungsweise überlegen, obwohl die Ernte ging eigentlich ziemlich schnell. Nee, lassen wir erstmal alles so, wie es ist und fahren hiermit schon mal zur Mühle hoch. Der Weg zur Mühle immer lohnt, auch wenn sie etwas weiter wohnt. Hier ist ja nicht ganz so weit weg. Müssen wir mal ganz kurz orientieren, wo wir hier gerade sind. Wo sind wir hier gerade? Da sind wir gerade. Gut, dann fahren wir gerade klassisch in die falsche Richtung. Das heißt, wir werden dann hier mal den Rechtsschwenk machen und oben rumfahren. So, und dann können wir nämlich schon mal die erste Kohle uns auf alle Fälle sichern. Damit haben wir das Geld auf alle Fälle für die Erntemaschine bereit. Ja, würde sagen, die können wir uns dann morgen auch kaufen. Würde heute ganz gern, dass wir der Ernte noch so weit es geht durchziehen. Und ja, wie gesagt, morgen können wir dann entsprechend loslegen und dann die neue Maschine holen. Das Feld 16 ist ja bald erntereif, dann kann es also mit den ersten Zuckerrüben losgehen. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir also definitiv eine neue Fruchtsorte hier am Start. Und ja, das nächste, was dann noch fällig wird, ist im Prinzip ja das Feld Nummer 10. So, und hier fahre ich jetzt gerade klassisch an der Mühle vorbei. Gab es hinten hier auch noch eine Einfahrt? Nö, das sieht irgendwie nicht so aus. Gut, dann drehe ich jetzt nochmal. Bin da etwas abgeschweift. Okay, hätte vielleicht doch richtig rum abbiegen sollen. Ja, nicht ganz so gut. Nicht schön, aber selten, wie es so schön heißt. Gut, okay, jetzt kommt die Kohle rein. Das dürfte also gute über 60.000 Liter, über 60.000 Euro bringen. Ich glaube, ich muss aber vorne rum reinfahren. Genau, nicht, dass wir jetzt hier uns nochmal verhaspeln. Jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden. Na, es geht doch. Ja, und jetzt genießen wir erstmal den Anblick unseres Portemonnaies. Ist das nicht herrlich? Macht das nicht richtig Laune, da einfach zuzuschauen? Ich finde das geil. Ich finde das so riesengeil. Wir gucken jetzt auch gleich nochmal rein bei unserem Rübenernter. Ja, 479.000, das heißt, den haben wir soweit schon zusammen. Und wenn wir natürlich jetzt hier im Verkauf schon sind, werden wir noch das Überschüssige an Raps entsprechend mitverkaufen. Ich denke mal, das ist auch ganz gut. Wir brauchen ja noch ein bisschen Kohle, denn wir wollen ja auch ein wenig aufrüsten noch. Haben ja, wie gesagt, habe ich ja gestern kurz schon erwähnt, noch eine kleine Agenda vor uns, die noch einiges, ja, uns abverlangt an finanziellen Mitteln. Deswegen werden wir das jetzt hier ein bisschen pushen. Und so viel da drin bringt eigentlich auch nicht viel. Zumal wir ja im Prinzip ja fast in jeder Folge ein weiteres Feld abernten. Das läuft in dem Punkt auch schon mal richtig gut. Also haben wir ja mehr als genug Mittel. So, Rapsi ist da. Haben wir die Nummer 3. So, und während der jetzt hier voll macht, das passt vom Timing eigentlich ganz gut, können wir uns gleich hier um den Mähdrescher kümmern. Der kommt uns da schon so halb entgegen. Ich glaube, ich werde es aber nicht mehr schaffen, während der noch fährt. Kann höchstens mal ganz waghalsig versuchen, hier mich vor den zu schleudern. Oh, dass der hier wenigstens... Naja, das hat nicht ganz gereicht. Okay, aber ich glaube, das wird jetzt nicht reichen, da nochmal hinten dran zu fahren. Wo ist er? Mal gucken, ohne dass wir natürlich was verbeulen. Oh, haben wir es noch geschafft? Tatsächlich, wir haben es noch geschafft während der Abfahrt. Wäre auch schön, wenn du jetzt weiterfährst, mein Freund. Sonst hat nämlich das Ich-fahr-mal-nebendran-her-System gar nichts gebracht, wenn wir nämlich dann einfach stehen bleiben. Aber soweit klappt das ja wunderbar. Wenn wir das jetzt gleich so weiterführen, wenn der gedreht hat, fahren wir gleich weiter nebendran her. Müssen wir jetzt nur mal warten, bis der durch ist. Oh, das war ja echt in letzter Sekunde. Boah, spannende Geschichte. So, und der Knabe gibt hier natürlich Vollgas, da bin ich richtig froh. Der haut auch einiges weg und ihr seht, wir haben selbst hier auch schon wieder gute über 20.000, fast 30.000 Liter gleich hier im Kasten. Denn, ja, er ist ja noch am Ernten und wir haben auf alle Fälle auch noch ein wenig, was wir hier entsprechend abtanken können. So, das beginnt jetzt das Ganze.
Denn wie gesagt, ich will mal gucken, wie weit wir kommen, wenn er im Prinzip nonstop durchfahren kann. Naja, von der Breite das ganze Feld schafft er natürlich nicht mehr, aber ich denke mal, wir werden da schon einiges hinkriegen. So, was ich jetzt gerade überlege, der ist bei 16 km/h, ob wir da vielleicht noch 1 oder 2 km/h mit draufgeben oder ob das jetzt nur wegen dem Berg so ist. Nicht, dass wir zu schnell fahren, weil dann haben wir auch das Problem, ja, er nimmt da nicht alles auf. Oh, das werden wir jetzt mal testen. Wenn wir mal hier drauf gehen, wenn ich hier den passenden Trigger finde, das passt. Oh, mal gucken, ob wir da noch 1-2% drauf geben können. Wieso reagiert das jetzt hier nicht? Ah ja, meine Tastatur reagiert da nicht. Da reagiert sie, aber die Prozente lassen sich wohl nicht einstellen, wenn der Helfer gerade zugange ist. Okay, gut. Dann nehme ich mal den Helfer kurz raus, weil das will ich jetzt mal wissen. So. Schalten das Ganze mal ein. Gehen wir auf die Fahrstufe 2. Wieso kann ich jetzt nicht einschalten? Hä? Ach so, ich muss ja das Gerät wechseln und da das Gerät einschalten. Logisch, ich kann ja nicht das Schneidwerk einschalten. Also manchmal bin ich ja schon ein Dödel, ne? So, jetzt werden wir hier mal kurz händig ein wenig. Ah, fahren Sie nicht zu schnell, alles klar. Also mit 53% geht's, mehr geht nicht. Also sind wir da leider schon am Limit. Ist eigentlich ein bisschen blöd. Ich dachte, wir könnten da noch ein bisschen mehr rausholen, aber das hat nicht sollen sein. Okay. Helfer raus, bevor du jetzt da doof drehst. Ein Stückel vor und dann kannst du eigentlich hier gleich weitermachen. Ja, wunderbar, okay. War ein Versuch wert, war aber nicht das Ergebnis, was ich mir eigentlich ja, erhofft hatte. So, jetzt machen wir hier mal wieder Licht an. Und diesmal fahren wir mal andersrum, denn diesmal sind wir auf der Seite, wo ich gleich weiß, wo wir hin müssen. War da gestern sag ich schon, vorhin ein bisschen deorientiert. Oh, wir sollten mal wieder Eier einsammeln. Da haben wir auch schon wieder ein paar hier auf der Kiste liegen. Ja, wenn wir uns mal nachher drum kümmern. Oder morgen. Oder übermorgen. Irgendwann werden wir dann mal schauen. Ich glaube, die Eier werden ja dann auch rot angezeigt. Mal gerade gucken. Wenn das voll ist, soweit. Oh, Produktivität 100%. Okay, das heißt, ja, Eier sind noch im grünen Bereich sozusagen. Beziehungsweise hier im weißen Bereich, ne? Also da haben wir noch ein bisschen Luft. Aber jetzt will ich noch ein bisschen die Zeit nutzen, wenigstens noch 1-2 Fuhren hier loszuwerden. 0:23 Uhr, das passt vom Verkauf her wunderbar. So, denn das wird uns jetzt eine Menge Kohle bescheren, die wir natürlich auch brauchen, sofern ich nicht unbedingt ein bisschen zu früh wieder draufklicke und den Kollegen statt abzuladen einfach nur abkuppel. So, hier können wir noch ein Stück vorfahren, sonst fällt ja die Hälfte nebendran. So sieht das ein bisschen besser aus. Ha, schön der Truck. Ich finde den ja sowas von schnieke. Jam, jam, jam. Ha, könnte mir gefallen. Allerdings damit einen Parkplatz zu finden, könnte sich ein bisschen als schwierig gestalten. So, dann werden wir jetzt hier mal die große Runde drehen. Extra schon wie so ein LKW-Wendeplatz hier gemacht, die Straße. Und jetzt könnten wir eigentlich noch zwei. Uah, stopp! Ich habe gesagt, stopp, du Trottel. Na gut, in der Luft bremsen ist ein bisschen blöd. Da war ich dann eher der Trottel. Aber das Haus ist gut stabil. Dafür, dass es aus Holz gebaut ist, wenn da so mal 20 Tonnen dagegen rasen. Wow. Okay. Also das Haus ist wohl auch vom Planeten Krypton. Ich glaube, wir sind hier in Krypton Hills und nicht in den Westbridge Hills. Was hier schon alles stehen geblieben ist und unsere Fahrzeuge verbeult hat, ist schon phänomenal. So, dann schaffen wir den gleich wieder da drunter. Ah, und ich sehe schon, wir schaffen das heute leider doch nicht mehr ganz. Das ist blöd. Ja, also zwei Fuhren werden wir auf alle Fälle noch abgeben. Von unserem bereits geernteten Raps. Und dann will ich mal gucken, ob wir das von der Zeit her gut hinkriegen, dass wir vielleicht sogar den einen Kipper auch noch wegbringen. Obwohl, ich kann noch einen Kipper mehr von hier verkaufen, kann den Rest dann einfach wieder ins Silo fahren. Das geht ja auch, ist ja Latte. Das ist ja dann soweit von Latte, denn der Mähdrescher, der wird noch ein bisschen brauchen. Da werden wir jetzt schon mal schnell hinfahren, den abtanken. So, der sollte jetzt wieder da unten in der Ecke sein. Och, wunderbar, das passt ja perfekt. So, und dann machen wir den hier noch leer, den Knaben.
Ihr seht schon, oh, da sind schon wieder gut 30.000 Liter drin. Geht jetzt auf die 40 zu. Also das heißt, ein Kipper von hier können wir definitiv auch noch mit verkaufen. Dann hätten wir drei Kipper, das wären nochmal 180.000 Euro. Da wären wir bei 780. Wow. 780.000 Euro, das heißt, also die Erntemaschine ist drin. Dann haben wir noch 200.000 Euro übrig. Und da würde ich sagen, kaufen wir auf alle Fälle das Feld 10 davon. Dass wir dann also für jede Fruchtsorte auch ein Feld haben. Und dann gucken wir, was wir mit dem restlichen Geld machen, ob wir uns da vielleicht in die Richtung orientieren, dass wir dementsprechend ein wenig ja, in Richtung Case gehen oder uns doch erstmal den Traktor holen, den neuen, den Case Puma. Das weiß ich aber noch nicht. Da würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was dann am Ende vom Geld her übrig bleibt. So, und während ich mich jetzt hier schon mal bedanke für euer Zuschauen und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat und vor allem, dass wir jetzt endlich so die Kohle reinkriegen, dass ich mal mit meinem Geiz ein bisschen zurückgeschraubt habe, dass wir jetzt hier auch mal richtig vorwärts kommen. Hoffe ich natürlich, dass ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Und ja, damit das morgen auch richtig schön beginnt, die Folge, so mitten in der Nacht, an einem dunklen Ort wird ein geheimer Handel stattfinden. Ja, ganz einfach gesagt, ich fahre jetzt noch bis zur Abgabestelle, aber abkippen werden wir morgen. Da werden wir hier ganz klar heimlich in einer Nacht- und Nebelaktion unseren Raps an den Mann bzw. hier an den Händler bringen. So, das sieht vernünftig aus. So bleiben wir stehen. Und genau aus diesem Grund nehme ich jetzt hier noch den Helfer raus. Auch das passt ganz gut, weil der Kollege ist sowieso gerade hier am Drehen. So, das heißt, wir werden dem hier schnell mal ein wenig helfen. So, mal kurz zurückfahren. Dann kann der hier nämlich morgen direkt so weiterfahren. Das ist jetzt nämlich auch schon mal ganz okay. So, und dann war's das. Also in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.